So, Part Nummer 52 und zwar... Orks im Canyon. Nenne ich diese Folge. Oh, so, ich werde den Canyon jetzt nochmal ernster abklappern, aber hier nochmal speichern, weil ich hier nie so ganz weiß, was hier lauert. Vor allem die Höhlen sind wirklich sehr interessant. Das hat mir bei Gothic immer gefallen. Es gab immer noch irgendwas, egal wie lange man es gemacht hat. Es gab immer irgendeine Kleinigkeit, die ich noch entdeckt habe. Hier zum Beispiel habe ich nie drauf geachtet. Ich sehe jetzt, dass das eine Feuerstelle ist. Sorry Leute, aber sehe ich jetzt hier in diesem Run zum ersten Mal. Und dass da noch Zeug liegt. Ich dachte immer so, ja, hier versteckt. Man geht höchstens mal hier entlang, aber naja, aus dem Augenwinkel. Hier sind Minecrawler. Ist natürlich schade, dass wir nicht gelernt haben. Den Biestern können nämlich später von jemandem... Alter, das ist ja mal hier gar nichts. Kannst natürlich noch von den Viechern was abgreifen. Wenn ich jetzt eher meine Stärke und Dingsbums buffe, dann könnte ich eigentlich überlegen, obwohl, nee, das mit der Magie mache ich wirklich dann zum Schluss. Da versuche ich wirklich bis zum End. Na komm her. Mit dem Schwert, dem Langschwert. Das ist ja wohl kein Problem mehr hier. Auf die Ommel. Richtstab, Blaufleder, Lederbeutel. Die Lederbeutel sind auch ganz nett. Wie gesagt, die halte ich mir immer ganz gerne als Goldreserve, dass ich nicht mit so viel Kohle immer rumlaufe. Weil wenn mir wirklich, wenn uns wirklich mal einer umknüppelt, dann haut er uns nicht nur auf die Omme, sondern auch auf den Geldbeutel. Und das wollen wir ja nicht. Das ist nämlich unser hart verdientes Geld. Ja, hier hat der Greg was versteckt. Dieser kleine Schlawiner. Ich versuche auch, weil das einfach zur Sprache passt hier in diesem Spiel, so ein bisschen hier, wie ihr schon mitbekommen habt, Omme und Knüppeln und Lümmeln und hier einfach solche Sachen einzubringen, die man nicht mehr so häufig findet und nicht mehr so häufig verwendet heutzutage. Ah, weil ich finde, das passt einfach. Oh, Schatzkiste, Schatzkiste, Schatzkiste. Wo ist die Schatzkiste? Da ist bestimmt was Schönes drin. Da ist bestimmt was Feines drin. Ein Haufen Zeug. Heuerbuch. Aha, Francis Heuerbuch. Der Mann scheint sich eine Menge Gold in die eigene Tasche zu wirtschaften. Ah, damit hätten wir den auch, wenn wir jetzt zum Beispiel Rheinmagier gewesen wären, hätten wir auch hier dieses Heuerbuch gefunden und hätten den Francis damit bedrohen können, um in die Hütte zu kommen, ohne den umknüppeln zu müssen. Oder ohne hier den, die 1000 oder 2000 Kohle hier von ihm abknüpfen zu lassen. Es gibt halt drei Sachen. Du kannst das Heuerbuch hier finden, in der Schatzkiste, und kannst ihn dann sagen, hier, wir haben das gefunden, wenn wir das einen Crack geben, dann gibt es hier echt auf die Fresse und dann lässt er uns in die Hütte. Oder aber wir haben das, was wir gemacht haben, wir ömmeln den um. Ja, schön mit dem Knüppel hier eine von Latz geömmelt und dann... Oder aber wir zahlen halt 1000 oder 2000 Gold. Ich glaube 1000 sagt er nein, bei 2000 da leckt der Lümmel sich die Finger. Ja, ja, alles nicht so ganz... Ja, die Weidenbeeren, die sammle ich jetzt nicht, weil... Du kannst wirklich nichts aus dem Shit hier machen. Ist die Frage, will ich mich schon mit den Dingsbums anlegen? Jo, eigentlich schon. Ich probiere es einfach mal. Es ist ein komplettes Lager, das seht ihr gleich. Ich will jetzt nochmal auf dem zweiten Spielstand speichern.
habe mir das jetzt auch mal angeguckt und zwar kann ich die Spielstände übernehmen, also hier manuell speichern in dem Ordner und kann die dann einfügen, weil ich ja jetzt demnächst mein PC neu machen werde. Jo, das ist doch kein Problem mehr. Und ich habe schon Angst gehabt, dass wir... So, du komm mal her. Ja, der Schaman ist übel. Der ist übel. Der Schaman ist beschissen. Der Schaman ist scheiße. Den müssen wir irgendwie umömmeln, bevor der irgendwas macht. Das Problem ist, er sitzt in der Mitte. Vielleicht können wir hier irgendwas machen. Na gut, hier so ein Beißer ist ja kein Thema. So, den Magier möchte ich eigentlich sehr, sehr ungern hier aggro ziehen, den Ork-Schamane. Obwohl andersrum. Naja, der kriegt natürlich kaum Damage hier, ne? Ja, der Anführer der Horde ist natürlich übel, ne? Den müssen wir aber besiegen. Das ist nämlich das große Problem. So, das müssen wir irgendwie anders da machen. Also ich hätte es natürlich wunderbar gefunden, wenn wir das mit den Dingsbums gemacht hätten. Aber ich möchte das alleine machen. Ja, ich bin, was das angeht, ein bisschen eigen. Wir sind halt auch noch nicht so weit, um sowas wie Feuerbälle oder zu kriegen. Yo! Mach mal einen richtig schönen Sprung hier, kriegst einen Seitenhieb und war es das mit dir. Könnte natürlich gucken. Den Ork-Krieger einzeln ist nicht so, so tragisch. Ich probiere es nämlich jetzt mal andersrum, dass ich von der anderen Seite einfach mal... Ups. Naja, ich habe mir so einen Silikon-Tastaturstütz gekauft. Da ist es aber noch ein bisschen schwierig, mich einzugewöhnen. Da verwechsel ich manchmal die Tasten. Aber mit der Waffenverteidigung ist es eigentlich gar nicht so übel. Da halten wir wenigstens auch mal was aus. Jo. Jetzt müssen wir nicht gleich mit jedem Ork hier, jedem Ork ausweichen. So, hier erstmal speichern. Ich darf die nicht einfach so random-like angreifen. Ich muss die Stück für Stück besiegen. Das ist einer von den Anführern. Habe ich die irgendwo... Eisblock wäre ganz gut. Oh, ich habe zweimal Feuerregen. Ja. Ja, da natürlich easy, das ist klar. Feuerregen ist mächtig, ist riesenmächtig.
Aber die hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt. Nichts zu holen. Nein, keine beiden. Nicht beide. Einer würde schicken. Bitte. Ja, super. Die sind natürlich so schnell, dass ich die nicht wegkrieg. Ja, dann komm her. Ach. Dann mache ich das anders. Ich mache mich mal voll. Der Feuerregen trifft egal wie viele. Ist ganz cool, dass wir hier eine haben. So, das bedeutet, ich renne jetzt mal. Ich probiere es einfach mal. Probieren. Alle her, alle mit. Die zwei nehme ich auch noch mit. Dann kommt mal her. Jawohl, so wollte ich das. Super. Perfekt. Der bleibt so für ein paar Sekunden. Das bedeutet, auch wenn ich mich bewege, bewegt sich der auch mit. Aber es war gut. Das kann man natürlich im... Das habe ich einmal gemacht. Also einmal im Minental probiert. Einfach hier so ein Feuerregen. Ihr habt so viele Orks wie möglich geballert und habt einen Feuerregen reingeclashed. Das hat natürlich alle Viecher gekillt, bis auf die Ork-Eliten. Sag mal, kommt mir das nur so vor oder ist hier noch ein Vieh? Wo kommt der denn her? Schön, dass er im Boden geglitscht ist. Na gut, von mir aus will ich mich nicht beklagen. Der hätte normalerweise auch mit tot sein sollen. Da ist nichts zu. Gut, ist aber kein Problem. Kann man alles nochmal ändern. Gibt es hier irgendwas zum Pennen? Jo, dann lege ich mich doch nochmal hin. Dann kriegen die nämlich alle einen Respawn. Also die Viecher respawnen nicht im Sinne von die leben wieder. Sondern die Leichen liegen da, wo sie eigentlich liegen sollten. Da ist nichts. Nicht? Okay. Gut, dann doch nicht. Habe ich mich geirrt? Vielleicht auch erst nur, wenn man den Bereich so bis zu einem gewissen Grad verlässt. Oder auch einfach, wenn man eine Zeit rumspielt. Ist mir egal. Links, rechts, rechts, links, links, links. Ah, super. Yo. Kriegen hier gut Kohle. Ja, das war gut. 1700. Die Frage ist, was mache ich jetzt? Will ich versuchen... Nee, dahin muss ich...
nicht. Ich muss irgendwie hier hoch. Ich will mal was probieren. Und zwar wollte ich euch ja das Auto zeigen. Ja, in diesem Spiel gibt es ein Auto. Die Frage ist nur, wie komme ich da hoch? Da musst du nämlich, das ist nämlich über der Bibliothek. Aber ich glaube, man kommt da nämlich hier auf der linken Seite irgendwie hoch. Man muss dann den kompletten Canyon umrunden. Das ist aber möglich. Da muss ich nur gucken, wie man da hochkommt. Kann natürlich auch hier runterfallen. Nee, da komme ich nicht hoch, okay. Ich hoffe, man kommt auch ohne Akrobatik da hoch. Das wäre nämlich ein nettes Easter Egg. Kommt man hier hoch? Ich glaube nicht. Mich mal kurz überlegen, ob man da überhaupt hochkommt, ob das hier überhaupt war. Nee, hier war das nicht. Ich weiß, warum ich abspeichere bei solchen Versuchen. Das ist irgendwie, weil das alles so groß aussieht, merkt man nicht, wie man wirklich hinfällt. Also wie tief man wirklich fällt. Nee, das bringt nichts, okay. Okay, ich weiß, dass es funktioniert. Ich weiß nur nicht genau. Ich weiß nur nicht, wie genau. Das möchte ich jetzt probieren. Da ist es mir eigentlich auch relativ egal, wie lang der Part wird. Da habe ich nämlich auch schon ewig gesucht nach Easter Eggs und allem drum und dran. Und dann habe ich das auf dem YouTube-Video mal gefunden. Meine ersten YouTube-Suchen. Da habe ich noch so einen Shit gesucht. Ja, hier geht's auch noch lang. Das werden wir auch noch später erkunden. Blauflieder, ich will den Blauflieder haben. Blauflieder! Gib mir den Blauflieder. Och, du scheiß Kaktus. Du scheiß Kaktusse. Nein, ich meine nicht den... Ich meine die Pflanze, nicht dich. Ich brauche was zu trinken. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ist es jetzt nicht, aber passt schon. Und ich rufe. So. Ach. So, einigermaßen bequem hinsetzen. Kleinen Schluck trinken, eine Spruchrolle. Oh. Ein Erzbrocken. Das haut mich aber von den Socken. So. Bluthund. Der ist so ähnlich wie ein Schattenläufer. Nur nicht ganz so brutal. War das hier?
Da ich nicht immer von vorne loslaufen will, werde ich jetzt Stück für Stück abspeichern, immer wenn ich versuche, irgendwo hochzuklettern. Ah, Brot mit einer Scheibe Wurst und ein Stück Käse dazu. Perfekt für den kleinen Hunger. Besser als ein Mc's oder so ein Fraß. Obwohl ich mag Pommes. Hier will ich noch nicht rein. Ich möchte euch... Mit Vollmond spricht man nicht. Hat mir meine Mama eigentlich beigebracht, aber ich vergesse das immer wieder. Das bedeutet, wenn ihr das Video seht und merkt, dass ich mit Vollmond euch die Ohren zulalle, dann gibt es wieder hinter die Ohren. Gibt es keinen Nachtisch bei wenn ich dann wieder Ostern zu Mutti fahre, gibt es keinen Nachtisch. Du hast mit Vollmond im Video gesprochen. Das gibt's nicht. Kein Eis für dich. Oder nur die Hälfte. Eins von beiden. Irgendwas wird die sich schon einfallen lassen. Deswegen verratet es nicht meiner Mama. Hier. Man kann irgendwo hochkommen, ohne wirklich zu cheaten. Und das ist von den Entwicklern so gewollt, weil es da wirklich so ein Easter Egg gibt mit diesem Auto. Und das möchte ich euch zeigen. Nein! So, da hoch muss ich. Muss die Steuerungstaste hier. Ich weiß nicht, ob sie das bei der Remastered oder bei dem Player-Patch rausgenommen haben. Wäre aber brutal, wenn sie es gemacht hätten. Du warst doch schon da drauf. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, aber okay. Ich hoffe, ich komme da wieder runter. Nein! Ui. Das ist ein Hin- und Her-Geglitsche, ey. Da kriegst du echt einen Krampf. Aber ich meine, das wäre woanders da gewesen, wo man da hoch kann. Ja, das war woanders da. Schade, schade, schade. Noch, komm schon. Burschel. Leichte Wunden heilen. Mache ich auch, indem ich was esse. Ich kann hier hoch. Das bedeutet... muss irgendwie ich will nur sicher gehen, dass es hier nicht einfach war. Ich glaube den nicht. Kletterpartie mit dem Grafi. Nein! Ja.
So, das ist jetzt die Frage. Ich möchte hier nicht wirklich speichern. Auf der anderen Seite kann es sein, dass ich relativ nah an des Rätsels Lösung bin. Nee, da komme ich noch nicht hoch. Dann muss ich auf der anderen Seite rüber. Da könnte es hochgehen. Ist das hoch genug? Nee, das glaube ich nämlich nicht. Nee. So. Ich versuche hier irgendwie auf die Kante zu kommen, aber ich glaube, das macht er nicht. Nee. Okay. Muss ich irgendwie zurück? Nein! Das habe ich mir nämlich gedacht. Mich mal kurz überlegen, ob das wirklich hier gewesen ist. Und hier, das ist alles zu hoch. Okay, dann halt nicht. Dann war das nicht hier. Ja, nochmal mein Brot beißen. Pflanzen lasse ich extra da stehen. Oh, es ist wunderbar. Immer wenn ich vom PC esse, habe ich normalerweise immer Schiss gehabt. Dass mir keine... Ah, schon wieder. Dass mir nichts in die Tastaturrillen fällt. Aber mit dem Schutz ist das wunderbar. Normalerweise würde ich jetzt mit der Pinzette hier rumeiern und den Brotkrümel hier rausnehmen. Oder über die spritzende Paprika mich schon wundern. Aber... diesem Schutz. Habe ich ihn bei Amazon bestellt. Hat zwar lange gedauert, aber für 3 Euro oder 4 Euro habe ich bezahlt. Für den einen, für den anderen habe ich 2 Euro bezahlt. Der ist noch unterwegs. Kann man echt nichts sagen. Hier könnte ich versuchen hochzukommen. Oder ich probiere es hier. Das wird nix. Ich weiß, dass es das gibt. Ich weiß nur nicht wo. Hier vielleicht? Nein. Könnte das hier gewesen sein? Ja, das ist schon mal ganz gut. Die Frage ist nur, wie kommen wir später wieder runter? Also laut Grafik sollen wir nicht hier sein, wie man das sieht, ja? Aber für die Hardcore-Fans wird man trotzdem belohnt. Ich muss hier hoch.
Da hinten muss ich hin. Hier sieht man schon so ein bisschen, hier ist das Tal und alles, das ist alles mit eingepackt. Und also auch später alles miteinander verbunden. Das ist schon ein bisschen lustig. Hier rechts fängt der Dschungel an, da ist aber nichts. Das ist jetzt die Frage, ist das hier, wo wir rüber müssen? Ja. Die Frage ist, überleben wir das? Hier ist noch ein Komplex. Den kennen wir später. Wenn ich das nochmal voll heilen. Mich auf diesen Abgrund. Und dann mische ich hier hin. Ja, super, hat geklappt. Ohne Cheaten, ohne alles. Genial. Dann ist jetzt die Frage. Wo lang müssen. Ich glaube, du kommst auch von hier, man kann auch von hier hin. Aber es ist mir eigentlich egal, ich gehe den offiziellen Weg. Ich habe euch ein Auto versprochen, ihr kriegt ein Auto. Hier habt ihr ein Auto. Hier hängt auch eine Nachricht, aber so richtig kann man die nicht lesen. Well, I always wanted to make a game with a car, you know. S. Punkt. Sehr genial. Gefällt mir wirklich sehr. Mal gucken, ob ich das irgendwie... näher machen kann. Nee, schade. Ist egal. Super. Genial. Hier. Schönes altes Auto gemacht. Ist halt schade, dass da kein Boni oder so drin ist. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt wieder zurück? Den Rückweg so können wir nicht benutzen. Ich glaube, ich habe was gefunden. Deswegen habe ich halt gespeichert, weil man hier nie weiß, komme ich jetzt wieder zurück oder nicht, gerade bei solchen Aktionen. Aber ich glaube, das geht. Weil ich glaube, entweder können wir hier runterrutschen. Oder wir können hier runter springen. Ich rutsche lieber hier runter. Ja, war mir klar. Das klappt so nicht. Deswegen habe ich hier gespeichert. Einfach um euch das mal zu zeigen. Wir haben es ja jetzt gesehen, wir haben es auf Video. Super. Gibt ja kein Achievement oder sowas oder sonst irgendwas. Also von daher. Alles easy. Jo. Ich würde sagen, bis zum nächsten Part, Leute. War nett. Beim nächsten Mal gucken wir, ob wir die Bibliothek schon schaffen können. Da warten bestimmt auch noch ein paar Überraschungen auf uns. Also bis dahin, macht's gut. Ciao.